Hier auf der Bahnhof schon trainiert. Der Kess bei uns im Skiclub zu haben, als eine der weltbesten Skifahrerinnen, die sie gegeben hat, erfüllt uns Frauen mit Spitz. Gleichzeitig zeigt es aber uns als kleiner Skiclub, dass es möglich ist, wenn wir das richtige Umfeld schaffen, Freude haben und Motivation haben, das auf die Kinder übertragen, dass es auch heutzutage noch möglich ist, die jungen Skifahrer weit führen zu bringen, Freude zu geben und eine gute Lebensschule so mitzugeben. Ich habe auch nicht so viel mitteilen mit Erika. Sie ist mein grosses Vorbild. Ich möchte auch nicht so berühmt werden wie sie. Ich selber habe sehr viel vom Skiclub profitiert. Und es ist eine wichtige Basis im Skirennsport. Der erste Fanclub in der Welt, Partykets, der statutarisch gegründet worden ist und auch gewisse Pflichten haben müssen erfüllt werden als Mitglied, die aufgenommen worden sind. Die Bedingung ist, dass sie aus der Region kommen, drei Fans sind, bei guten und schlechten Zeiten auch da stand, wenn es in der Rennathletin nicht so gut geht. Die Saison sie aus Gewinnerin der grossen Kristallkugel, Gesamtweltcup-Siegerin. Und das noch der Pokal von der Nationenwertung, die dort zumal jahrelang an die Schweiz gewonnen hat. Ich zähle auf deine Unterstützung und tue doch deinen Bon zugunsten des Nidwaldner Skinachwuchs einlesen.